gutes Hack. Wichtig ist immer gutes Hack. Rinderhack. So, einmal etwas Hack ausbreiten. Ganz einfach über die Einkaufsform nehmen hier. So, ich habe jetzt einen Pfannenwender, weil ich ehrlich gesagt einfach keinen Nerv dazu habe. Was ist denn hier wieder für ein Tor? Einfach keinen Nerv dazu habe, meine Hände zu benutzen. Ach, das bringt nichts. Ich muss die Hände benutzen. Drauf geschissen, sind die halt ein bisschen zugesifft, macht auch nichts. Schön weit ausbreiten. Schön ausbreiten, dass wir hier den Boden mehr oder weniger voll kriegen. Ganz so einfach ist irgendwie, glaube ich. Aber ein bisschen besser quetschen. So. Schön Rinderhack, schön platt, weißt du, umso länger die Fläche ist, da brauchst du ja auch nicht so lange, weißt du. Wenn du nicht so eine dicke Masse hast, brauchst du nicht so lange. So, dann kann ich jetzt hier aufs Glas anfassen, weil es dann nach innen kommt. Also hier eine etwas merkwürdige Masse. Ja, diese merkwürdige Masse nennt sich Zigeunersoße. Kommt jetzt oben drauf. Läuft dann das Wasser im Mund zusammen? Eigentlich nicht. So, nehmen wir hier ordentlich was von. So, viel wie drin ist. Ich hatte jetzt wie gesagt was über. Normalerweise nimmt man sich einfach ein ganzes Glas, schüttet das da drüber. Verteilen wir einfach auf dem Hack. Soweit es geht, werden verteilen. Da bin ich jetzt auch nicht der König drin heute. Na. So, alte Suppe. Und verteilen wir auf dem Scheißding. Dem Hack. So. Dann einmal ordentlich mit jetzt gerade heiß werdendem Wasser. Das reicht nicht. So. Wir haben unsere Zigeunersoße auf dem Hack. Ne? Dann einmal etwas Salz. Dann etwas Pfeffer. Und natürlich, das habe ich jetzt vergessen auszuräumen. Da. Etwas Paprika. So. Das kommt logischerweise auf ein Gitter. Und das kommt in den Ofen. Aber mittlere Stufe 180 Grad, 20 bis 25 Minuten. Gut, dann sind wir gleich wieder da. Ja. Und das nächste Mal in richtiger Kochmontur. Wollte ich nur mal erwähnt haben, fürs nächste Video. Eventuell, also wenn es dann schon da ist. Ich hoffe mal. Ich glaube, ich bin doch das mal. Ja, wirklich. Also, nächste Video dann mit besserer Montur. Also hoffentlich. Ach, guck, hier. So. Das ist jetzt eine einfache und verdammt schnelle Hackpizza. Was brauchst du da jetzt noch? Eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Die brauchst du noch was zum Durchtrennen. Nehmen wir hier einfach mal, wie das bei Pizza eigentlich so üblich ist, einfach in der Mitte durch, ne? Und dann nochmal Hälfte von Hälfte durch. So. Und dann kannst du das ganz bequem, whoop, deswegen habe ich einen Langfang wieder genommen, dir so ein leckeres Stück hier aneignen. Dann auch noch ein bisschen was von der untergelaufenen Zigeunersoße oben aufklatschen. Warum auch nicht? Geschmacklich sehr schön. Hier haben wir auch dann noch so eine leichte Kruste außen. Was auch sehr schön ist. Tja, das ist eine Hackpizza. Die ist wieder verschwindet. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.